Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech. Ja, ich habe eine kleine Änderung vornehmen müssen, weil ich bin die ganze Zeit nur noch abgestürzt. Es passiert zwar immer noch, ich habe teilweise keine Ahnung. Einen kleinen Fehler habe ich ausgemacht, darum sind jetzt hier auch keine Bücher mehr drin. Und zwar, ich habe MuseCraft komplett rausschmeißen müssen und komplett neu installieren. Daher habe ich die zwei Bücher vernichten müssen. Rest ist aber noch, hoffe ich, da. Ja, ist noch da. Gut. Das zweite. Ich habe noch ein wenig eingelagert. Das heißt, ich habe ein bisschen Marble und so weiter noch reingeschmissen. Haben wir aber da hinten in den Kisten. So, dann habe ich hier einen Fehler gefunden. Und zwar war da von meinem Crusade Oil drin. Habe ich auch beseitigt. Ja. Und wie gesagt, ich hoffe inständig, dass ich das Spiel noch zum Laufen wieder kriege. Ja, sonst muss ich eine neue Instanz aufsetzen. Und dann heißt es erstmal das Haus kopieren. Werde ich sowieso dann machen, wenn es fertig ist. So, was will ich in dieser Folge machen? Ich will jetzt auf jeden Fall mal diesen kleinen Tank da. Weil der ist nämlich dafür verantwortlich, dass ich immer wieder in den Nether muss. Weil die Maschine drüben heiß läuft. Na, ich muss jetzt die Maschine dazu kriegen, dass sie den Tank hier benutzt. So. Ich natürlich immer die Ventile abgeschlagen. Ventile abschlagen ist Xei. Railcraft ist. Dieser da. So, dann probieren wir es nochmal. Und. Et voilà, der Tank ist leer. Also das heißt, wenn man den untersten Blo mittleren Block rausschlägt, ist das, was im Tank war, verloren. Gut. Dann heißt es für mich. Ich gehe mal schnell dahinter. Und schlag den da mal ab. Wiedersehen. Dann gehe ich hier hin. Und bringe diesen an. Und ich hoffe gerade inständig, dass er reinläuft, aber der hat keine Lust. Mensch, Meier. Okay, aber versuchen wir mal Trick 17. Und zwar hier. Das heißt, ich tue jetzt den Tank da einfach hinsetzen. Habe ich Liquid? Nein, ich habe keine Liquid dabei. Dann gehen wir mal schnell nach oben. So, nehmen wir mal alles mit, was wir haben. Oh. Hat er doch was rein? Du Ferkel. Also probieren wir es einfach nochmal. Ja. So, schauen wir einfach. Nö. Faszinierend. Okay. Also es hat ja nicht da. Und zwar so. Und dann brauchen wir Liquidux. Dann kommst du dahin. Und du dahin. Da geht's rein. Da geht's. Ja. Nom, 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 nom. Oh. Noch ein paar Äpfel in der Hand. Wiedersehen. Dann brauche ich dich. Danke. Ab, das Löchlein. Naja, für was? Für Treppenhäuser werden überbewertet. Ein Lever habe ich dabei. Jetzt hoffe ich nur, dass das hilft. Oder dass das funzt, was ich vorhab. Gut. Und? Ja, vielleicht kein Eimer. Jawohl. Jetzt läuft der Tank voll. Dann heißt es jetzt für mich,
Schön brav. Ja, da nicht. Die dahinter verlegen. Oh. Und? Alles klar, jetzt heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche noch 8 Stück. Gehen wir nach oben, bauen wir schnell welche. So, dafür brauchen wir harten Glas, was ich von der Wette abschließe, ich nicht mehr habe. Wette gewonnen. Okay, dann heißt es für mich, okay, die Kiste ist momentan nicht im Gebrauch, weg. Ja, komm. Lass mich nach oben. Ha. Das ist das Problem. Ich muss unter diese Kiste hier. Haha, da ist Strom. Verdammt! Alles klar. Also, dann heißt es, ich brauche noch schnell einen Chest-Transporter. Dann bauen wir das da hinten nämlich auch sinnvoll um. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Und zwar, die Kiste geht hier weg und geht nach oben. Dann geht die Kiste hier, das da hier weg. Ich weiß ja, dass ich Strom brauche, also muss der da auch weg. Oh toll, hier ist Tank. Und hier ist auch Tank. Tahaha. Tolle Wurst. Okay. Dann machen wir es mal so. Und zwar, du musst hier hin. Und hier hin. Nein. So nicht. Wobei, Moment. So, machen wir mal alles weg. Vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung. Ja. So, du kommst auch weg. Mein Problem ist ja, ich habe hier hinten den Wasseranschluss. Und brauche jetzt dann hier noch zusätzlich den Lava-Anschluss. Oh, ich muss schon wieder nähte. Kann ich dabei gleich ein wenig nachdenken, wie ich das mache? Also so schnell wie, habe ich meinen Screw dabei? Ja. So schnell wird jetzt die Maschine hoffentlich dann nicht mehr. Einfach draufklicken und Spaß. Gut. Das heißt jetzt, das da läuft auf jeden Fall. Das heißt, es geht hier rein. Das heißt, er geht hier raus. Und dann ist hier eine Splittung und geht nach oben. Dann heißt es, du gehst nach oben und nach hinten. Also das heißt, du gehst einfach nur noch dahin. Und Verbindung und Verbindung. Jetzt haben wir eigentlich hier komplett die Verbindung dazu. Okay. Ja, das ist natürlich nicht schön. Das können wir vergessen. Also müssen wir hier hin, nach oben. Ja. Und es kommt immer noch nichts an. Ach so, nee, ja, es kann nichts ankommen. Aber der Tank füllt sich gut. Das heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall Obsidian. Und dadurch, dass wir den Tank ja schon sehen, können wir mal draufklicken.
So, und dann schauen wir mal. Nein. Also, das heißt, jetzt Orange wird jetzt dann nach oben umgeswitcht. Und die Seite bleibt dicht, beziehungsweise wird blau. Das heißt, da kommt jetzt dann das Obsidian hin. Dann nehmen wir gleich vier Stück. Und ab in den Macerator. 3 und 4, Dankeschön. Dann brauche ich bitte schön etwas Lead. Okay, und dann musst du hier rein und du musst hier rein. Das ist 1. 2, danke. Und dann brauche ich schnell Kupfer, 4 Stück. Oh, habe ich sogar noch. Ah, 1, 2. Naja, machen wir gleich 16. Ist ja egal. Ja, schmeiß runter. So, und dann heißt es, du musst nach oben. Mal bitte drauf. Ja, der war jetzt natürlich spitze. Ja, war die falsche Taste. Okay, dann heißt es, du kannst dahin, dahin, dahin. Dann kommst du hierhin und gehst runter. Ist eigentlich gar keine blöde Idee. Geh ich von. Ah ne, von unten rein kann ich. Haha. Verdammt. 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 Ich kann nicht von unten rein, weil ich brauche ja Strom. Der braucht zwar keinen, aber die da hinten. Ja, jetzt habe ich ein kleines Denkproblem. Wie mache ich das am dümmsten? Ja, ganz einfach. Du kommst weg, du kommst weg. Und du auch. Und du kommst weg. Ja, ich wollte schon immer mal ein löchriges Haus haben. Okay. Nein. Macht denn so komisches Zeug? Ach, Menno. Na, klasse. Das war natürlich Backfisch. So, jetzt läuft der Motor da drüben wieder voll. Mann. Die schlage ich mal schnell ab. Wo kann ich dich jetzt hinstellen? Ja, super. Alles wunderbar. Okay. Ich brauche Zinn.
Und zwar 8 Stück. Du kommst weg. Jetzt werden einige sagen, ey, nimm doch die billigeren. Nein, weil ich brauche die Upgrades dann. Dafür dann nehme ich die. Und vor allem, ich könnte auch noch Elektrolys Schmarren machen. Alles klar. Es kommt wieder Lava an. Gut, dann heißt es jetzt, ich muss jetzt erst einmal das da verbinden, bevor ich wieder diesen Tank dahin stelle. Das heißt jetzt. Du gehst dahin. Dann gehst du weg. Hi, vielleicht kann ich mal aus wieder dicht machen. Ha. Man sollte öfters rumfällen, dann fällt ihm vielleicht was ein. So, das heißt, wir verbinden jetzt erstmal die komplette Linie nach oben. Und dann gehen wir nicht dahin, sondern von außen, sondern von innen. Ha! Der war super gefällt. Das heißt jetzt hier connected und hier connected und ich habe die Wasserverbindung nach oben. Dann heißt es für mich hausdicht machen und zwar pronto. Okay. So, und jetzt preisen wir mal den Scheiß hier auch ab. Ich mach lieber Cleanstone. Und überlege mir was anderes. Und zwar. Ich mache das ganz einfach. Ich schlage dieses Ventil hier raus. Und diese Platte auch. Du hier das Ventil rein. Du das da hier hin. So, dann ändere ich das ab. Und dann gehe ich nämlich, also das heißt Stromleitung. Der war wieder Fail. Geht wieder hier hin. Das heißt, wir haben hier wieder ein paar Kabels, die wo wir hinstellen können. Alles klar. Aber ich habe jetzt noch ein paar Pipes übrig und dann kommt der dahin. Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder ein Problem. Ich komme nicht da vorbei. Wie kann ich denn das Problem lösen? Ja, indem ich das, was ich gerade wieder hingebaut habe, wieder wegschlag. Ha. Ich weiß, dass ich nämlich noch Stromleitungen habe. Du kommst nochmal weg. Danke. Ich muss schnell dahinter in die Kiste. Und zwar. Ich gehe provisorisch. Ja, toll. Dahin, genau. So, und dann heißt es das weg und das weg. Dann heißt es, ich habe jetzt hier meinen Anschluss.
Naja, ist egal. Dann kommst du wieder weg. Du weg, du weg. Und du kommst wieder. Ja, der stimmt nicht. Der stimmt jetzt wieder. Und dann heißt es, du kommst nach unten. Und dann gehst du nach hinten, unten. Komplett nach unten. Und dann brauche ich Clean Stones. Alles klar. Ob das so funktioniert, wir werden sehen. So, Stone. Hab ich überhaupt für sowas was? Ja, bestimmt. Der Kiste da. Genau. Alles klar. Dann heißt es für mich ganz schnell hier sauber machen. Dann kommt der Hebel diesmal an die Stelle, wo ich dran komme. Und der da kommt wieder weg. Und den stelle ich dann hier hin. Mach hier eine Verbindung. Ah, geht auch nicht, verdammt. Aber dann machen wir es halt so. Dann heißt es, du runter, du raus. Stein habe ich dabei. Falsche Höhe. Mist. Alles klar. Dann heißt es, du bist jetzt wieder vollgefüllt. Mehr gibt's nicht. Gut. So, und dann machen wir dich mal aus. Gut. Weil sonst pumpe ich die ganze Lava leer. Dann machen wir schnell noch hier die Verbindung fertig. Und zwar so. Können wir sogar den Tank so stehen lassen? Gar keine blöde Idee. Alles klar, dann habe ich nämlich da hinten noch einen kleinen Puffer drin. Dann heißt es nochmal ab in den Nether. Nochmal schnell ein Maschinchen hauen. Naja, wenn alles so schnell gehen geht. So, nochmal zurück. Und auf den Tank geklopft. Jawohl. Das heißt, der Tank läuft jetzt schön brav voll. Und dann haben wir da hinten auf jeden Fall mal einen Puffer drin. Da haue ich jetzt nicht drauf, weil ich sehe jetzt schon, dass sich die Texturen sich verändert haben. Ach ja. So, das heißt für mich hier, ich brauche ganz schnell noch Holz. Und zwar 1, 1, 2. Naja, wobei nicht 2, sondern einer reicht. Das heißt, da kommt irgendwann wieder die Elektrik hin. Okay. Und dann, ja,
13 Stück haben wir, das heißt, ich lasse jetzt noch einmal laufen. Dann habe ich 14. Und dann schaut es ganz gut aus. Jo. Dann hätte ich gesagt, sind wir für die Folge definitiv durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Ciao.